Hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Pillars of Eternity 2 Deadfire. Ja, wir wollten in der letzten Aufnahmesession mit unserem Schiff in Sayoka anlegen, wurden aber von einem Tsunami überrascht, der zum einen unseren guten Beodul verletzt hat, der jetzt dann eine ganze Weile von Alt Ingrim behandelt werden muss. Ah, der bräuchte als Chirurg wirklich mal ein Level up oder so. Lassen wir ihn vielleicht gerade mal eine Weile in der Medizinabteilung, dass er dort Punkte als Chirurg sammeln kann. Weil ich glaube, der Einzige, der einen hohen Rang sammeln kann, bin ich. Gab es ja sogar in der Tutorials. Schiffsverwaltung. Geringe Rationen machen die Moral schlecht, ja. Mannschaft anheuern, Schiffskampf, Schiffskapitän. Der Wächter ist der Kapitän des Schiffs. Die anderen Mitglieder der Mannschaft erwerben Schiffskapitän. Die anderen Mitglieder der Mannschaft erwerben Schiffskapitän der Seemannserfahrung. Durch die Seemannserfahrung eines Kapitäns steigert immer dessen Kapitänsrang. Ja. Seemannserfahrung. Begegnungen und Siege über gegnerische. Kapitän auf See bringen Mannschaft und Kapitän Seemannserfahrung ein. Der Erwerb der Seemannserfahrung steigert den Rang des derzeitigen Jobs eines Mannschaftsmitglieds. Mannschaftsmitglieder können ihren Rang ausschließlich in Jobs verbessern, die sie bereits in mindestens einen Rang verfügen. Kapitäne steigern immer ihren Kapitänsrang. Ja, hatte ich da nicht irgendwas? Ja, Mannschaftsmitglieder, Wesenszüge. Ja, für einfache Mannschaftsmitglieder existieren höchstens 4 Ränge. Der Wächter als Kapitän kann bis zu 5 Kapitänsringe erringen. Mhm. Ja, sie steigen in den ihnen zugewiesenen Jobs auf. Also dadurch, dass zum Beispiel Irena Koch ist. Also, oder auch Koch zugewiesen ist, steigt sie als Koch auf. Oswald als Navigator und so weiter. Also je nachdem auch, wo wir sie platzieren, sehen wir, dass sich ihre Ränge ändern. Ich weiß jetzt bloß nicht, ob das, ob der Stern und die zwei Zeichen bedeuten, dass sie schon Rang 4 sind oder ob das erst Rang 3 ist. Das werden wir ja noch sehen. Das hier sieht nach Rang 4 aus. Ja, und meinen eigenen Rang kann ich nicht sehen. Außer das ist das hier unten. Weil Regere hat 4 silberne, während der Rest 3 bronzene hat oder nur ein so ein Ding. Na, mal drauf achten einfach. Gut, aber jetzt wollen wir dich in Sayoka anlegen mit unserem kleinen Schiff. Das war hoffentlich auch die Mitteilung, dass unsere Verletzung runtergeht. Ja, ich hätte auf jeden Fall gern noch einen Kanonier an Bord, damit wir ihn als Chirurg belasten können für solche Unfälle. Wobei ich mit dem Schiff eh nicht vorhabe, großartig in Kämpfe aufzubrechen, weil das Schiff, es ist ein bisschen stabiler als unsere Defiant, also als die Dürrwalder Schaluppe, aber super toll ist es jetzt auch nicht. Gut, wir haben hoffentlich gleich wieder ein Bild. Komm, Bild, zeige dich.
Luca at last. I must go. Discovery awaits. Agrasima, Captain. Sayuka, endlich. Ich muss gehen. Die Entdeckung wartet. Agrasima, Captain. Sie verbeugt sich vor dir. Welcome to Sayuka. Korallenammer. Und das sei gegrüßt, hier Reisender. Die Stürme in deinem Land stehen selbst den Sturmfronten von Rautai nichts nach. Und sie heißt uns in Sayuka. Willkommen. Hm? Was ist da wohl die Stadt? Büro des Flottenmeisters, Werkstatt. Das sieht aus wirklich wie eine, wieder wie eine Rautai-Stadt. Ja, Todesfeuergesellschaft, die gekreuzten Kanonen und der Fisch. Ein Markt. Hm, mal gucken, was wir hier so finden. Und der Hafen natürlich. Hier können wir jederzeit wieder ablegen. Können aber auch mal gucken, was es hier so gibt. Privater Tanz, die habt Rastdinger drauf. Ah ja, ihr müsst außerdem noch aufgelevelt werden, fällt mir gerade so auf. Der braucht mehr Überleben. Von mir aus noch mehr Sprengstoffe. Ja, unbeugsam. Der Kämpfer erhält nun mehr Gesundheit von jedem empfangenen Angriff zurück. Hm. Der Kämpfer und seine Verbündeten erhalten nun auch die Inspiration Resolut. Was macht Resolut? Plus 5 Entschlossenheit und Konzentration. Hm. Kraftschlag, nö. Das ist böse. Das macht einen Haufen Inspiration für 30 Sekunden. Das sollte ich dann auf jeden Fall nehmen. Aber erstmal verbessere ich das hier. Ja, mein diszipliniertes Bombardement könnte ich auch noch verbessern. Bewusst wird zur Inspiration intuitiv. Leichte Treffer, kritische Treffer. Treffer, kritische Treffer wäre eigentlich auch nicht schlecht, weil das ist nur bewusst. Wahrnehmung und leichte Treffer in normale Treffer. Der Kämpfer erhält nun auch die Inspiration akut. Konzentration für bewusst und scharfsinnig. Intellekt plus 1 auf alle Kraftstufen. Hm, nee. Nehmen wir erstmal das hier. So, Maya-Stufenaufstieg. Oh, nee, du nimmst mal Diplomatie. Und kannst ruhig die tödliche Überraschung haben. Verwundet oder besser? Nö, nehmen wir das dabei. Oh, noch ein Level up. Okay. Noch mehr Diplomatie. Ein bisschen Alchemie mal. Dann nehmen wir mal Überleben der Besten und fertig. Die Formation sieht nicht so toll aus. Tauscht ihr beide mal. Thebe und der Untersekretär. Ah ja. Tach. You are welcome in Sayuka, traveler.
As surely as the winds stir the sea. Du bist in Sayuka willkommen, der Reisende. Das ist so sicher, wie der Wind das Meer aufwühlt. Die junge Frau, Huada-Frau lächelt dich freundlich an und zeigt dabei ihre spitzen Zähne. No, no, no. How many times must I demonstrate the proper way to greet a visitor? Nein, nein, nein. Wie oft muss ich noch zeigen, wie man Besucher korrekt begrüßt? Der Untersekretär macht übertriebene Handbewegungen mit seiner Hand und verzieht seine schmalen Lippen. I say, I must have forgotten again. Will you remind me of the line, Undersecretary? Ich sage, ich muss das wieder vergessen haben. Erinnerst du mich bitte an den Text, Untersekretär? We say clear skies, traveler. Simple, elegant, and no smiling. Do you understand, Greeter Tebe? Er soll es. Wir sagen klarer Himmelreisender, einfach elegant und ohne Lächeln. Verstehst du, Begrüßerin Tebe? Can you repeat it once more? I want to make sure I've got it. Kannst du das noch einmal wiederholen? Ich will sicher gehen, dass ich es verstanden habe. Tebe blickt mit Unschuldsmiene zum Untersekretär. Der Untersekretär öffnet den Mund, um zu sprechen, doch dann verdunkelt sich sein Gesichtsausdruck schlagartig. Er schaut Tebe böse an, zieht es aber vor, ihre Witze auf seine Kosten nicht mehr in einer Antwort zu würdigen. Questions, Traveler? Fragen, Reisender. Was kannst du mir über Sayuka erzählen? Also, er scheint ein Küstenmauna, also einer aus Rautai zu sein, und sie ist wohl eine Huana, so wie sie aussieht. Was kannst du mir über Sayuka erzählen? Sayuka, known to my people as Ribiri, is a colonial outpost of the Royal Deadfar Company. Sayuka, viel bekannt als Ribiri, ist Außenposten und Kolonie der Königlichen Todesfeuergesellschaft. Tebe bemüht sich nicht im geringsten, die Langeweile in ihrer Stimme zu verbergen. The island of Sayuka is the Royal Deadfire Company's center of engineering research and development in the archipelago. Die Insel Sayuka ist das technische Forschungs- und Entwicklungszentrum der Königlichen Todesfeuergesellschaft im Archipel. Also R&D. Research and Development, yay. Our work is directed by Fleet Master Okaya, the youngest Rauhataian ever to hold the title. Best of her class at the Naval Academy in Tocoa and a brilliant engineer, our fleet master. Unsere Arbeit wird von der Flottenmeisterin Okaya geleitet, der jüngsten Rautanerin, die diese Position ihr innehatte. Unsere Flottenmeisterin war Klassenbester der Marine Academy in Tocoa und ist eine brillante Ingenieurin. Stolz erfüllt seine Stimme. You forgot to mention the giant sharks, Undersecretary. Du hast vergessen, die Riesenhaie zu erwähnen, Untersekretär. Warte, 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 Riesenhaie? Giant sharks, giant coral, giant trees, Hekira. The only thing not bigger in Sayuka is us Huana. Riesenhaie, Riesenkorallen, Riesenbäume, Hekira. Das Einzige, was in Sayuka nicht riesig ist, sind wir Huana. Sie kichert. Small mercy. Das wäre ja noch schöner, murmelte Untersekretär leise. No one knows why things grow large in Sayuka, but there are all sorts of theories. Me? I think Galloway smiles on us. Ah, niemand weiß, warum die Dinge in Sayuka alle so groß werden. Es gibt viele verschiedene Theorien. Ich persönlich denke, Galloway ist uns einfach wohlgesonnen. Tebes Backen leuchten leicht rötlich auf. Die erste echte Emotion, die du in ihrem Gesicht siehst. Superstition is unbecoming of a Royal Dead Fire Company officer, Tebe. Er grunzt. Aberglaube steht einer Offiziere der Königlichen Todesfeuergesellschaft nicht zu Gesicht, Tebe. I say, it's a lucky thing I'm not one then. Na, es ist ja ein Glück, dass ich keine bin, sage ich. Was ist denn eigentlich ein Untersekretär? A career sandal sniffer and busybody, so far as I can tell. Ein professioneller Sandalenlecker und Wichtigtour, soweit ich das sagen kann. Tebe zuckt mit den Schultern. You ungrateful sag. Du undankbares Mist. Da hält er wohl die Klappe. I am the second in command to Fleet Master Okaya, the governor of your piddling little island, and I will not be mocked by a smart-mouthed idler like you. Oh, da wird er jetzt ein bisschen laut. Ich bin der Stellvertreter von Flottenmeisterin Okaya, der Gouverneurin eurer miesen kleinen Insel, und ich lasse mich nicht von einer frechen Faulenzerin wie dir verspotten. Die Hängebacken des Untersekretärs beben vor Wut. Hängebacken? So I have heard. Many times. Das habe ich schon mal gehört. Schon viele, viele Male. Tebe blickt dir in die Augen und hebt entschieden die Augenbrauen. Wieso bist du wie eine Soldatin der Königlichen Todesfeuergesellschaft gekleidet, Tebe? Flüstern, bin ich mir das nur ein oder ist der Kerl schrecklich? You don't know the half of it. Oh, das...
Sogar Maya ist damit einverstanden. Du hast ja keine Ahnung. Ein neckisches Lächeln umspielt ihren Mundwinkel, in der Nick zustimmt mit einem Schmunzeln verschränkt. Maya die Arme, Seraphine grinst, die Hände gegen die Hüften gestemmt. What was that, Greeter Tebe? Was war das, Begrüßerin Tebe? Surely just the breeze, Undersecretary. Sicher nur die Brise, Untersekretär. Tebes nickisches Lächeln wird zu einem spöttischen Grinsen. You will call me Sir. Du nennst mich gefälligst mein Herr. Akira, I certainly will not. Sie lacht. Akira, das werde ich ganz bestimmt nicht tun. Ja, wieso... Wieso bist du wie eine Soldatin der königlichen Todesfeuergesellschaft gekleidet, Tebe? Akira, I wonder the same every day. Akira, das frage ich mich auch jeden Tag. Tebe zieht am Kragen ihrer Uniform und rollt ihre dunklen Augen in Richtung des unteren Sekretärs, weil sie glaubt, dass er es nicht sieht. Tebe learns to perform her duties as a Rawatayan might.